Sich als Kellerkinder, die Roten vom FC Bayern und die Blauen vom TSV 1860. Dennoch war das Olympiastadion im ersten Münchner Punktspiel-Derby seit 7 Jahren packevoll, was bedeutete, dass sowohl die Roten als auch die Blauen vor Spielbeginn schon gewonnen hatten. Jeder der beiden Vereine etwa 400.000 Mark. Die Einnahmen wurden nämlich brüderlich geteilt. Gleich zu Beginn der Begegnung wurde deutlich, dass man sich nur das Geld, nicht aber die Punkte teilen wollte. Die Bayern, die überlegene Mannschaft mit den größeren Chancen, Hoeneß. Rummenigge, über ihn liefen viele Angriffe des Weltcupsiegers und Müller, reaktionsschnell wie eh und je. Dann aber der TSV 1860 mit Herbert, außer einer wohl jetzt defekten Kamera nichts passiert. Und dann ein Doppelpass zwischen Hartwig und Nielsen, einem der Besten der Blauen. Sepp Meyers Glanztat in der ersten Halbzeit. Eine starke Phase des Tabellenletzten wurde durch diesen Angriff unterbrochen. Rummenigge 1:0. Zweite Halbzeit. Vielleicht 30 Sekunden waren seit dem Wiederanstoß verstrichen. Scheller aus 19 Metern 1:1. Der Mann, von dem heute die meisten Autogramme verlangt wurden, Franz Beckenbauer, hatte den Ausgleichstreffer verpasst, nicht aber die folgenden Szenen. Beckenbauers ehemalige Mannschaft stand unter ungeheurem Druck. 1860 versuchte vor allem mit Schüssen aus der zweiten Reihe den Führungstreffer zu erzielen. Nur selten einmal Situationen, in denen die 60er bis in den Strafraum vordrangen. Hier die aussichtsreichste, Scheller an den Pfosten. Die Bayern hingegen suchten vorwiegend den Strafraum, um zum Erfolg zu kommen. Rummenigge mit der größten Chance. Und wieder der glänzend spielende Rummenigge in dieser Drangperiode der Bayern. Hoeneß. Beim Tabellenletzten immer wieder Schüsse aus größerer Distanz. Scheller, der den Ausgleich erzielt hatte. Und dann in der 83. Minute der Erfolg. Kohlhäufel aus gut und gerne 30 Metern Entfernung. Selbst Torwart Hartmann musste Kohlhäufel gratulieren. Letzte Minute. Metzler vor Bayern Rausch. Meier. Hofeditz. Und Foul von Rummenigge. 11 Meter. Achten Sie auf das, was sich im Hintergrund der nächsten Szene abspielt. Hier. Die Reaktion von Hofeditz schien zu beweisen, dass er von Rummenigge geschlagen worden war. Rote Karte von Biversi für den Nationalspieler. Die 60er vor dem Strafstoß. 3 von 5 Elfmetern in dieser Bundesliga-Saison konnten sie nicht verwandeln. Scheller, der den letzten verschossen hat, gehört dennoch das Vertrauen von Trainer Lukas. Wohl niemand hat mit diesem Ergebnis gerechnet. Ob es dem TSV 1860 nutzt, ist zu bezweifeln. Kein Zweifel besteht jedoch daran, dass diese Niederlage den Bayern schadet.